Wie bei fast allen Planeten, welche von selbsternannten Intelligenzen bewohnt werden, steht man irgendwann vor einem Existenzproblem. Entweder wird der Platz für die Bewohner zu klein, Umweltkatastrophen bedrohen das Weiterleben oder das Zusammenleben untereinander ist nicht mehr gewährleistet. Leider tut man sich immer erst dann zusammen und sucht nach Lösungen, wenn es schon fast zu spät ist. Auf dem Planeten Xeronia hat der oberste Stab nach einem solchen Kongress eine große Anzahl von Raumschiffen in das Weltall gesandt, mit dem Auftrag, einen bewohnbaren Planeten als alternativen Fluchtpunkt zu suchen. Oder zumindest weitere sogenannte intelligente Wesen zu finden, welche eventuell bei der Lösung des Problems helfen könnten. Unter diesem Geschwader befindet sich auch Commander Laserstrahl. Zugegeben nicht gerade der gehorsamste seines Geschwaders, doch mit menschlichen Zügen ausgestattet. Zusammen mit seinem Bordcomputer, ältere Baureihe, aber voll funktionsfähig, fliegen beide in ihrem kleinen Raumgleiter, um in einem Sonnensystem der Milchstraße den Planeten Erde und seine Bewohner zu studieren. Ein Auftrag für eine bessere Zukunft oder eine Mission in eine längst vergessene Heimat? Computer, volle Energie auf alle Antriebssysteme. Start ist Erfolg, Ziel Planet Erde. Gut, Computer, eine lange Reise beginnt. Und vielleicht sogar in eine neue Welt.